Das Swiss Cycling Alpenbrevet schon seit längerer Zeit ein Traditionsanlass. Die Tortur geht dieses Jahr in die 14. Austragung. Auch das kann sich sehen lassen. Das Datum vom Donnerstag, 18. August bis zum Samstag, 20. August. Die Locations, wir haben es eingangs gehört, neu Nyon und bestehen bleibt Zürich. Bereits zum dritten Mal werden wir in Ziel City zu Gast sein. Neuigkeiten haben wir nicht nur zu berichten, was Startorte betrifft, auch gibt es dieses Jahr gleich drei Preise zu gewinnen. Einerseits natürlich den Titel beim größten Ultracycling-Event der Welt und andererseits den Austragungsort der Schweizer Meisterschaften. Wir dürfen dieses Jahr wiederum den Schweizer Meister küren in der Ultracycling-Kategorie und ganz neu, wir sind 2022 erstmals Austragungsort der Europameisterschaften, organisiert von WUKA, und der Sieger auf der Ultradistanz, er darf dieses Jahr dann auch dieses wunderschöne Trikot des Europameisters entgegennehmen. Jetzt noch ein Slide zur absoluten Neuigkeit des Jahres. Wir werden, wie gesagt, nicht nur einen Startort in Zürich haben, sondern neu auch noch in Nyon am Genfersee. Es wird dort die Challenge-Kategorie starten dürfen. In Zürich bleibt es wie beim alten. Ultra, Challenge und Sprint können dort gestartet werden. Zusätzlich zu diesem Angebot kommt nun auch noch ein Challenge-Start in Nyon. Die Strecke der Challenge-Kategorie, ich werde später noch genauer darauf eingehen, ist für die Startenden ab Nyon und die Startenden ab Zürich die gleiche. Es wird zwei Ranglisten geben, aber ein gemeinsames Ziel, und zwar gilt es, die 570 Kilometer möglichst schnell zu absolvieren. Nyon ist ein pittoreskes kleines Städtchen am Genfersee und es beinhaltet auch eine große Radsporttradition. Diejenigen unter euch, die den Radsport das ganze Jahr hindurch verfolgen, ihr werdet euch erinnern, im Jahr 2014 Austragungsort der Europameisterschaft mit dem Doppel-Europameister Stefan Küng. Zuerst das Zeitfahren in der U23-Klasse gewonnen, ein paar Tage später nachgedoppelt im Straßenrennen. Zu den Strecken im Jahre 2022. Die Tortur hat die Strecken der Ultra- und Challenge-Kategorie komplett überarbeitet. Es kommt in ganz neuen Gewand daher. Die Tortur-Ultra-Strecke startet zuerst in die Ostschweiz über den Kanton Zürich, den Kanton Thurgau, dann ins St. Gallische und dann geht es Richtung Berge. Über Chur, dann über den San Bernardino, den Gotthard mit der berühmt-berüchtigten Tremola, mit dem berühmt-berüchtigten Tremolo-Anstieg, dann den Susten zum Dessert, und damit wir dann in die Westschweiz rüberkommen, braucht es noch den Jaunpass zu bezwingen. Es gibt dann noch gut 600 Kilometer einen Halt in Nyon, bevor es durchs Mittelland zurückgeht Richtung Start und Ziel nach Zürich. Insgesamt 1030 Kilometer und 12.500 Höhenmeter für die Ultra-Kategorie. Die Tortur Challenge 2022, wie bereits mehrfach angesprochen, neu mit zwei Startorten, einmal in Zürich und einmal in der Westschweiz in Nyon. Ich gehe vom Startort Zürich aus, man geht auch dort Richtung Berge. Es sind nicht ganz so große Anstiege zu bewältigen wie in den vergangenen Jahren, aber trotzdem liegt der Brünigpass und dann der Jaunpass zwischen Startort in Zürich und dem Genfersee. In Nyon wird gekehrt und dann geht es auf direktem Weg über das Mittelland zurück nach Zürich. Die Strecke umfasst insgesamt 570 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Die Tortur Sprint 2022, weil wir bei der Ultra-Kategorie und bei der Challenge fast alles geändert haben,
wollen wir bei der Sprint auf Bestehendes zurückgreifen. Never change a winning team. Die Strecke ist letztes Jahr sehr gut angekommen und deshalb werden wir kleine Änderungen vorbehalten, die identische Strecke wie im 2021 befahren. Startort in Zürich, dann geht es über den Ricken, es geht über die Schwägalp mit der größten Erhebung des Tages, dann über den Kerenzer Berg und ich habe es eingezeichnet, noch diesen Autsch-Anstieg am Zürichsee und dann durch Sieltal zurück nach Zürich. Auf diesem Slide kurz zusammengefasst die wichtigsten Änderungen der drei Strecken. Die Ultra-Kategorie, dort kann man neu entscheiden, welche Teilstrecken das welcher Athlet bestreitet. Man kann durchaus nun auch für einen starken Athlet vorsehen, dass er zwei Teilstrecken am Stück fährt und erst dann wieder auf seinen Teamkolleg wechselt. Dies ist natürlich eine Regelung, die nur für die Teams gilt. Weiterhin bleibt aber bestehen, dass der Wechsel nur an den Timestations erfolgen darf. Es kann also nicht dazwischen selbstständig gewechselt werden. Bei der Challenge-Kategorie gilt neuerdings ebenfalls dasselbe für die Wechsel, wie ich vorhin gerade bei der Ultra-Kategorie erwähnt habe. Wir haben für die Challenge eine neue Kategorie eingeführt und zwar gibt es dieses Jahr auch das Team Time Trial für die Challenge-Athleten. Es umfasst 5 bis 8 Fahrer und ist deshalb geboren worden, weil letztes Jahr in der Sprint-Kategorie diese neue Kategorie auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen ist. Die Kategorie Sprint wird dieses Jahr erstmals auch mit einem Prolog eingeläutet, letztes Jahr nur für Challenge und Ultra bestritten, nun auch für das dritte Rennformat. Der Prolog wird am Freitagabend stattfinden und der Start der Sprintkategorie neuerdings bereits in der Nacht auf Samstag. Dies deshalb, weil wir finden, ein richtiger Ultracycling-Athlet muss auch während der Nacht fahren können. Das die wichtigsten Neuigkeiten des Jahres 2022. Natürlich unsere Webseite ist the place to go. Dort findet ihr alle weiteren Informationen zu Teilnahmepreisen, zu den diversen Formaten. Dort hat es auch provisorische Etappenpläne online, Marschtabellen, Reglemente und Checklisten. Und eine wichtige Neuigkeit, wir bieten dieses Jahr auch einen Rennkalender an auf tortour.com. Dort kann man einsehen, welche Anlässe der Tortour wann stattfinden und man kann so sein Rennprogramm noch besser abstimmen. Zur Tortur Ultracycling ist nun bereits alles gesagt. Ich möchte deshalb auf diese nächste Folie eingehen. Es geht um die Tortur Trainingslager. Tortur Travel ist die Marke. Wir bieten dieses Jahr gleich 3 Trainingslager an. Zuerst auf dem Festland in Spanien mit dem Camp in Girona, dann auf der bekanntesten Radsportinsel der Welt auf Mallorca und zu guter Letzt im Juli das altbekannte Pre-Tortur-Camp, das die Athleten bestmöglich auf die Austragung im August vorbereiten soll. Für die 2 ersten Trainingslager bitte ich euch, euch sofort zu melden, falls ihr noch Interesse habt, dort teilzunehmen, weil die Anmeldefrist eigentlich bereits abgelaufen ist. Für das Pre-Tortur-Camp werden wir euch zu gegebener Zeit noch mit den wichtigsten Informationen versorgen. Der Austragungsort ist noch nicht bestimmt. Was bleibt zu sagen? Get your hands on one of these. Meldet euch jetzt an und ihr werdet das schönste Tortur-Trikot der 14-jährigen Geschichte im August in Seal City oder in Nyon in Empfang nehmen dürfen.